Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge von Papa kocht. Heute machen wir nochmal Pasta. Und zwar aus folgendem Grund. Mein letztes Video mit den Tagliatelle al Ragù, Ragù alla Bolognese, hier oben eingeblendet. Das hat tatsächlich viele Leute interessiert. Viele fanden es cool, weil ich es einfach mal runtergebrochen habe und meine Interpretation der Bolognese gekocht habe. Und dann kamen viele Fragen auf. Viele haben mich angeschrieben und haben gesagt, mach doch mal so ein paar einfache italienische Pasta-Rezepte, angelehnt sehr nah am Originalrezept. Da habe ich gesagt, nichts leichter wie das. Heute gibt es eine Spaghetti Carbonara, mache ich für euch. Dafür brauchen wir nicht viel. Komm mal hier runter. Ich habe hier einen geräucherten Bauchspeck, ich habe ein paar sexy Bio-Eier, ich habe ein bisschen Olivenöl und ich habe zwei Sorten Käse, einmal Pecorino, einmal ein Stück Parmesan. Viel mehr brauchst du dafür nicht. Und eine Handvoll Spaghetti. Spaghetti selber machen, super schwer, wenn du keine Nudelmaschine hast. Kauf dir eine hochwertige Spaghetti und koch die. Wie das alles funktioniert, zeige ich euch jetzt und es geht los mit dem Speck. Es geht los mit unserem Speck. Und zwar halbiere ich den Kollegen hier. Dann geht es einmal die Haut runter, die kann man nicht essen, aber die heben wir auf, schmeißen wir nicht weg. Dann gucken wir, dass wir es einmal der Länge nach halbieren. Und dann schneiden wir das nicht in feine Würfel, sondern wir machen da Streifen draus. Es soll so angelehnt am Würfel sein, aber ich will so kleine, schöne, dicke, fette Streifen haben. Die lassen wir uns gleich in der Pfanne aus. Und das ist auch schon die halbe Miete. Viel mehr kommt da gar nicht dran. Jetzt ist immer die große Frage, machen wir da Sahne dran? Nee, machen wir natürlich nicht. Ich habe von großen und bedeuteten Köchen gesehen, die auch im Fernsehen, im deutschen TV unterwegs sind, Gruß an den Hänsler, dass der Sahne in seine Carbonara macht. Ja, der sagt zwar, man kann sich das selber aussuchen. Ich sage, da kommt keine Sahne dran. Ich zeige euch gleich, wie man eine cremige Soße macht ohne diese Sahne. Guck mal hier, Speckwürfel kommen in die Pfanne. Bei mittlerer Hitze, da braucht auch kein großartiges Öl dran, weil hier dieses alles, was du hier weiß siehst, ne, das ist alles Fett, das lassen wir jetzt aus. Sollte das nicht reichen, dann machen wir natürlich ein bisschen Olivenöl mit dran. Das geht schon. In der Regel nimmt man dazu, also das Gericht kommt aus der Region um Rom, die Carbonara. Da nimmt man eigentlich so eine geräucherte Backe dafür, eine Schweinebacke. Ne? Das ist super schwer zu bekommen und ich sag mal so, ob du unterm Strich, ob du das merken kannst, vielleicht der geübte Esser, aber so ein gutes, ordentliches Stück Bauchspeck von der glücklichen Sau, das hilft dir. So, während dieser Speck hier auslässt, geht's weiter. Wichtig ist so eine Schüssel brauchst du, ja, und Bio-Eier brauchst du. Und fangen wir nämlich an und trennen uns mal ein paar Eier. Und zwar brauchen wir für so eine Portion erstmal sexy Eigelb, da rein damit. Das Eiweiß brauchen wir diesmal nicht. Du kannst es natürlich auch aufheben und irgendwas anderes damit machen. Ich kann es heute nicht mehr verwerten, deswegen weg. Also, zwei Eigelb kommen da rein und dann mache ich immer noch ein ganzes Ei mit rein. Guck mal hier, zack. Und da siehst du schon bei den Bio-Eiern, wie unterschiedlich die manchmal sind. Ne? So, drei Stück, das ist eine ordentliche Portion. Und dann gehst du mit Löffel, Gabel, mit irgendwas, Schneebesen hin. Und dann verrührst du das hier so ein bisschen. Und währenddessen schon mal einen Blick in die Pfanne werfen. Da geht es schon richtig vor sich. Ja, der steht hier auf halber Kraft. Und der Speck lässt schön aus, wird schon knusprig an manchen Stellen. Wenn es ein bisschen zu heiß ist, ne, dann drehen wir lieber noch mal einen runter. Wir haben Zeit. So, dann sind hier die Eier. Schön aufgeschlagen, da kommt rein ein bisschen Salz. Nicht viel, ne? Der Speck, der hat schon ordentlich Druck und ich mache hier so eine geile grobe Pfeffermischung rein. Du kannst da auch natürlich Pfeffermühle benutzen oder so, das ist egal. Ich habe hier so eine geile Mischung, wo 5-6 Sorten Pfeffer drin sind, das ist dann top. Guck mal, wenn es am Ende so aussieht, hast du erstmal alles richtig gemacht. Und dann gehen wir hin und nehmen ein Teil vom Pecorino und eine schöne feine Reibe und dann hobeln wir das hier rein. Wenn du nicht so eine Reibe hast, kannst du auch so eine Vierkantreibe nehmen oder. Du könntest es auch fein mit dem Messer schneiden, aber ich glaube, mit so einem Ding hier geht es richtig gut ab. So, das ist jetzt ein Berg voll Pecorino. Pecorino heißt er. Dann nehmen wir Parmesan und machen genau dasselbe. Auch schön über die feine Reibe. Und dann machen wir da einen schönen Berg voll Käse rein. Das ist nämlich das, was es nachher cremig macht. So, lele. So, nochmal einen Blick riskieren, ihr Süßen. Guck mal hier, jetzt haben wir Ei, jetzt haben wir Käse und so darf es aussehen und das wartet jetzt darauf, bis die Nudeln gekocht sind und wenn die fertig sind, melde ich mich gleich zurück. So, die Spaghetti sind jetzt gleich soweit. Ich habe jetzt hier nochmal auf ganz kleiner Flamme unseren Bauchspeck und da, der ist jetzt soweit, ne? Der ist fertig, seht ihr ja, schön knusprig ausgelassen. Das hat sich ein bisschen Fett, schmeckt gut. Und das kommt hier aus dem Nudelwasser, machen wir so ein bisschen von dem stärkehaltigen Wasser hier mit rein. Und drehen das runter. So, das braucht jetzt nicht mehr heiß zu sein, sondern wir wollen nur so ein bisschen die Aromen da, die sich lösen, die sich so am,
an der Pfanne unten angesetzt haben. Weißt du, guck, das siehst du, das verändert auch schon so ein bisschen die Farbe. Und das war es auch schon. Ja? Und dann gehen wir hin und holen uns die Spaghetti hier drüben aus dem Topf raus. Und dann gehen die in die Pfanne rein. Ach, das wird gut, sehe ich schon. Spaghetti schön al dente kochen, ihr wisst Bescheid, ne? Immer ein Minütchen weniger als auf der Packung stehen, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite im Leben, was Nudeln betrifft. So, jetzt stellen wir es nochmal drauf, geben nochmal einmal so ein bisschen Druck drauf. Und guck mal, diese Nudeln, die sind jetzt außen, wenn du eine gute Qualität hast, sind die so ein bisschen rau, ne? Und die nehmen jetzt dieses Nudelwasser hier wieder auf und nehmen somit auch so ein bisschen was vom Aroma, vom Salz, von dem Speck mit auf. Perfekt. Das reicht schon. So, jetzt schwenken wir das durch. Und jetzt kommt, es darf auf gar keinen Fall zu heiß sein. Ne? Es darf nicht irgendwie brutzeln oder sonst irgendwas. An sich sind das jetzt schon gute Nudeln. Ne? Ein bisschen Olivenöl drauf, Salz, Pfeffer vielleicht noch und Ciao Miau. Aber jetzt kommt der Shit. Guck mal, wir haben jetzt eben diese Schüssel hier vorbereitet mit dem Ei und dem Käse. Und das kommt jetzt da rein. Ja, soll man gar nicht denken. Ne? Und dann passiert das hier. Die sind nämlich gar nicht mehr so heiß. Das heißt, das Ei stockt gar nicht, sondern es wird so eine cremige Konsistenz. Seht ihr das? Ja. Und was glaubt ihr, so drei Bio-Eigelbe und der ganze Käse da drin, was das für eine leckere, schlotzige Angelegenheit wird. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen und es riecht halt einfach so brutal gut. Ne? So, jetzt sag mir mal, wo brauchst du denn da noch Sahne? Guck mal hier. Ja, so. Und jetzt pass auf, wenn du hier so ein Ding hast, oder wenn du keins hast, hast du halt keins, aber wenn du so eine Pinzette hast, ne, dann gehst du hin, machst das ein bisschen hübsch und gehst dir auf einen schönen Teller. Und dann setzt du das hier so schön cremig lecker oben drauf. Das machst du auch mit den anderen Nudeln noch. So, ah, ist das gut, ne? Und jetzt kommt noch so ein bisschen was vom Speck dazu. Und jetzt haben wir reichlich geile Soße und Speck. Junge, 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 sieht das gut aus. Und da brauchst du auch keine Sahne dafür. Guck mal dahin. Wenn das nicht geil ist. So, und dann nimmst du immer noch ein bisschen Parmesan. Nimmst du ein bisschen Pecorino. Und dann nimmst du dir so ein bisschen frische Petersilie. So, was sagst du jetzt? Fix und fertig sind die leckeren, selbstgemachten und frisch gekochten, der Herd nervt, gekochten Spaghetti Carbonara. Und so sehen die aus. Und jetzt machen wir ein hübsches Foto davon und dann probiere ich die Dinger. Habt ihr das gesehen, wie geil das aussieht? So, und ich probiere das jetzt. Komm her. Hier schön einfach mit rein, bisschen Speck, bisschen Nudeln, Löffel dabei. Und dann haue ich mir so ein Ding rein. Es ist so einfach, so schnell und ist auch eine günstige Variante. Ne? Also, Leute, einfach eine gute, ehrliche Pasta. Macht es nach. Und das Allerwichtigste, mach mir ein Abo. Abos sind wichtig. Daumen nach oben, schreib mir einen Kommentar, welche Pasta ich als nächstes machen soll. Guck die anderen Videos und vielen lieben Dank für alles. Bis bald.